Weißt du, ich habe mir nichts Böses gedacht. Und dann lese ich wieder sowas hier. Baue einen tiefen Kanal, in dem du die Scheiße aus dem Durchfalllager durch den Imposter fließen lässt und es dann wieder hochpumpst. In einem separaten Netzwerk es dann in einem zweiten Durchfalllager lagerst und dann mit Staudämmen Energie daraus machst. Ich bin stolz darauf sagen zu können, dass ich wahrscheinlich der YouTuber bin, der am öftesten Durchfall in den Kommentaren stehen hat. By the way, warum ist unsere gesamte Stadt schon wieder tot? Naja, egal, wir gucken uns mal die Kommentare an. Sehr dämlich. Und warum bin ich so krass überbelichtet? Mach mal eine Stadt wie The Palm in Dubai. Das Problem ist, dass wir relativ abgeschottet sind vom Meer, abgesehen von unserem Abwasserstaudamm. Der wird dann mal erweitert. Es gibt jetzt erstmal wieder die fetteste Überschwemmung, aber da muss man immer durch, wenn man was mit Wasser macht. Guckt euch mal an, wie weit sich dieser braune Teppich schon auf dem Meer verteilt hat. Das ist scheiße. Wie kann denn gerade sauberes Wasser aus dem Durchfall rausfließen? Hä? Ist das nur so ein schützender Teppich von oben? Wo will er hier schon wieder hin? Oi. Alles klar, Kollege. Läuft bei dir. Anders wild, brä. Ich find's gut, wie sich an unserer Stromproduktion quasi nichts geändert hat, weil diese Dinger so maximal useless waren. Was machen wir eigentlich mit diesem einzelnen Haus, das hier noch steht? Und wie ist da schon wieder jemand eingebrochen? Hast die Menge an Spielzeug gesehen alles? Das sieht halt eher aus wie Thaddäus' Nase. Mit viel Fantasie kann man's schon erkennen. Hier schwimmt noch ein bisschen Durchfall rum. Jetzt haben wir halt das Problem, dass der äußere Ring genau da ist, wo vorher unsere Abwasserrohre waren. Das ist der Luxus. Vierspurige Straße mit breiten Bürgersteigen und Bäumen. Luxuriöser geht's nicht mehr. Sieht man das? Ich dachte, wenn ich alles aus Sand mache, sieht das authentischer aus, aber jetzt haben wir einen fucking Elefantenfriedhof. Ich übertreibe es, by the way, nicht komplett mit den Abwasserrohren, man braucht wirklich so viele. Guck, da oben steht's. Eigentlich soweit ganz hübsch. Du bist hässlich. Weil wir das natürlich nicht wollen, gibt's jetzt hier noch Fettindustrie. Die Leute müssen halt auch irgendwo arbeiten, ich muss schauen, wo ich bleibe. Die Leute werden halt instant alle krank, wir brauchen jetzt wirklich mal Kläranlagen. Reingelegt! Ich war gar nicht auf dem Klo. Also wenn ich mir die Verschmutzungsstatistik mal anschaue, dann bringen die Dinger genau gar nichts. Kann es sein, dass ich einfach nicht verstanden habe, wie Kläranlagen funktionieren und habe hier irgendwas falsch gebaut? Ja. Wir machen das jetzt ganz anders. Ich habe den Meeresspiegel auf Null gesetzt. Sag mal, wie geht denn das mit dem Abwasser eigentlich weiter? Wo fließt denn das jetzt hin? Ich kann hier solche Blobs aus Wasser setzen und die müssen einfach nur stärker sein als das Abwasser auf der anderen Seite. Dann sollte alles gut sein. Okay, das waren zu viele Wasserblobs. Scheiße. Ich muss das Abwasser halt hier entsorgen, weil auf der anderen Seite wird unser Trinkwasser abgepumpt. Lecker, lecker. Und das Game ruckelt immer noch wie bescheuert, wenn ich über unsere Hauptstadt drüber fahre, weil jeder zweite Bewohner tot ist. Uff. Solange die Steuern zahlen, ist das okay. Uff. Man kommt hier aktuell nur mit dem Zug rein, aber die Insel ist eh für Touristen. Wir gönnen auch jedem einzelnen Blatt einen kleinen Parkplatz. Da freuen sich die Leute. Ist das toll? Ja. Freust du dich? Ja. Dann lach doch mal. Der Bodenrichtwert schießt in die Höhe. Wir waren vor dem Kommentar bei einem Plus von 30.000, jetzt sind wir bei 3.000, danke dafür. What a stupid son of a bitch. Das mit dem Abwasser haben wir jetzt auch halbwegs unter Kontrolle, heißt es ist nur noch jeder zweite Bürger krank und nicht mehr jeder. Und ich empfehle dort... Baue eine Stadt nur aus 1x1 Häusern. Ich habe gerade herausgefunden, dass diese 1x1 Häuser auch voll weit weg von der Straße spawnen können. Die haben dann einfach einen echt langen Garten, aber gelten noch als mit der Straße verbunden. Wir könnten mal anfangen, Platz effektiver zu nutzen und machen das Ganze zwischen unsere Kreisverkehre. Okay. Wegen diesen Feldwegen muss hier erstmal alles neu gebaut werden, weil die zu viel Platz einnehmen. Stell dir mal vor, du musst ein Hochhaus neu bauen, weil Herbert keinen Bock hat auf Altersheim und deswegen auf den Feldweg kacken will. Was habe ich da gerade gesagt? Die 1x1 Häuser sehen halt aus wie Rentnerwohnungen. Knorke, Dufte. Schnieke. Die Leute werden halt hier nicht ansatzweise genug Steuern zahlen können, dass das den Unterhalt für die Straßen auch nur irgendwie wieder reinholt. Immerhin sollte die Rentner der Sound von unserem Autobahnkreisverkehr nicht stören, die hören doch eh nichts mehr. Was machen Sachen? Ist hier noch irgendwo Platz fürs Altersheim? Kaum bin ich fertig, kommt schon der erste Krankenwagen. Oder ist noch einer? Sieht geil aus, kannst du nichts mit anfangen. Ich stelle euch mal die neue Nachbarschaft vor. Oh, nein, nein, nein. Franz Furz, der Randale Rudolf, Willi Wurstkopf, der Bernd Bratwurst, bah, die ekelhafte Edeltraut und der Knödel Karl. Und da kommt schon der Mülltransport, um die Leute abzuholen. Uff. Ist das jetzt sehr assi, wenn ich hier noch Platz für einen Friedhof schaffe? Die Frage ist, wie viele Touristen kommen zum Parkplatz neben dem Friedhof? Eliza Graham, ich weiß nicht, wie du dich unsichtbar gemacht hast, aber du bist auf diesem Parkplatz. Der gute Albert Evans ist Bürokraft beim Krematorium. Verarbeitete Verstorbene letzte Woche, null. Will ich wissen, was der Kollege hier macht? In den Kofferraum mit ihm. Ich lenke so lange die Bullen ab. Ist der jetzt hier eingebrochen, weil ihm die Arbeit ausgeht? Könntest du eine Stadt bauen, die in immer engeren Einbahnstraßen kreisförmig zusammengeht und in der Mitte ein Loch voller sauberen Wasser? Wie oft müssen wir noch über die Rechtschreibung reden? Ich habe mir etwas namens Roundabout-Bilder geholt, damit können wir jetzt ganz große Kreisverkehre bauen. Ich darf mich jetzt nicht bewegen, sonst wird das alles schief. Die Straßen sind so nah aneinander, dass hier wieder nur die kleinsten Häuser hinpassen. Ich brauche Platz! Da freut sich der Geldbeutel. Und Sie wollen ihn nicht wieder einstellen, wie in so einem dämlichen Burschen! Wenn ich die Straßen so verbinde, kann man immer auf den nächsten Kreis fahren, muss diesen einmal ganz herumfahren und kann dann erst auf den nächsten Kreis. Dummheit. Ich habe mal eine Buslinie von ganz außen in die Mitte des Kreisels gezogen. Die ist einfach 44 Kilometer lang.
So, weg mit dem Busdepot, das muss jeder selber fahren. Was habe ich denn jetzt hier aus Versehen für den Kreis gebaut? Nee, Moment, der muss wieder weg. Aber ich glaube, das geht noch größer. Voll geil. Mir fällt gerade ein, wie kommen die Leute eigentlich wieder aus der Stadt raus? Wieso ist das so hübsch geworden? Das ist wunderschön. So, nochmal ein Busdepot zum Ausmessen. Einmal rein und raus fahren sind 220 Kilometer. Danke, dass ihr jetzt schon Busse losschickt. Da wollen bestimmt viele mitfahren. Guckt euch diesen Andrang an Menschen an. Ich habe nicht ganz verstanden, warum der Kommentar in der Mitte noch Wasser wollte, aber hier bitteschön. Toll, toll! Wir haben halt das kleine Problem, dass soziale Einrichtungen immer größer als einen Block sind. Das müssen wir jetzt irgendwie gelöst bekommen. Hier zieht doch kein Mensch ein. Ach so. Oh ja, das ist auf jeden Fall. Nein, was? Ich glaube, damit können wir noch leben. Man kann an den grünen Streifen sehen, wo die Dienstleistungen gut hinkommen und sieht ganz gut, ja, das ist ein Kreisverkehr. Und dann gibt es da noch diese eine Müllverbrennungsanlage am Arsch der Map. Also entweder die scheißen auf alle Verkehrsregeln. Oder die werden nach Stunden bezahlt und nicht nach Leistung und gönnen sich die 200 Kilometer Fahrt, um den Müll abzuholen. Ich verschönere die Welt. Ja, die Schule passt jetzt leider nirgends mehr hin. Naja, dann gibt's halt keine. Ja, das kann jetzt ein bisschen dauern, bis dass die alle eingezogen sind. Das wurde jetzt aus Versehen einfach die krasse Version vom Rentnerviertel. Es gibt leider nicht viele verschiedene kleine Gewerbegebäude. Heißt, wir haben jetzt echt viele Tankstellen. Danke, Merkel! Und alle heulen rum, dass wir keine gebildeten Arbeiter haben. Aber damit sind wir in der alten Städte auch schon klargekommen. Ich bin wirklich dumm. Aber gebt euch den Verkehrsfluss legit überall grün. Die Grünen. Wer von uns soll Frank informieren, dass so keine Fischstäbchenfabriken aussehen? Die beiden haben sich auch eine wilde Location rausgesucht. Kannst du einen riesigen Berg mit einem Stadion obendrauf mitten in die Stadt bauen. Im Herzen unserer Stadt ist dafür noch ein geeigneter Platz frei. Ich glaube, das passt so. Marketing ist wichtig, also soll man sich an das Stadion auch erinnern können. So, bitte, wenn ich das da hinstelle, macht das nicht den ganzen Stern kaputt? Ja, das geht noch. Das sieht doch gut aus. Die Anfahrt macht's vielleicht etwas kaputt. Der FC Güllefass. Ich musste den halt nicht mehr umbenennen, weil unsere Stadt heißt so. Richtig schade am Güllefahren hier. Und was macht ihr so? Ja, Ticketpreis wollen aufdrehen, würde ich sagen. Gönnung. Unsere Fans sind so hardcore, die füllen den ganzen Block, obwohl gar kein Spiel ist. So ein bisschen kaki-braun. Da sehe ich mein Team. Das kostet meine Stadt 9000 jede Woche, damit ich einen neuen Spieler bekomme. Schaffe ich finanziell definitiv nicht. Also sogar wenn das Match ausverkauft ist, bei den höchsten Ticketpreisen lohnt sich das mal so gar nicht. Gut, dass wir das Stadion in die Mitte der Stadt gesetzt haben, die am meisten Lags verursacht. Animal Title Fox Terrier Dog Data. So nenne ich auch meinen nächsten Hund. Oh, es ist Spieltag. Let's go for this, here we go. Als ob man hier wirklich beim Fußball zugucken kann. Oh, abgewehrt, aber nicht geklärt. Jetzt ist da einer im Fußballstadion gestorben. Der simuliert nur. Dieses Fußballspiel läuft laut Ingame-Zeit seit einem Monat. Der Scheiß kostet mich 15.000 jede Woche. Kann das mal vorbei sein? Die Leute wollen, dass die ganze Zeit alles mit Abwasser geflutet wird. Da kann man sich sowas nicht leisten. So krass sind unsere Finanzen nicht. Aber trotzdem geht die berühmte Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinander. Prima. Wir haben verloren und über die ganze Stadt hat sich eine Welle der Unzufriedenheit ausgebreitet. Dieses Stadion ist der größte Scheiß, das bringt überhaupt nichts. Ich habe fertig. Ich lasse den Stern auch stehen als Erinnerung an den legendären FC Güllefass. Mensch, und schon sind wir wieder im Plus. Hier ist einfach mitten in der Stadt ein Fleck krasse Bodenverschmutzung und hier werden alle Bürger krank. Ich weiß halt legit nicht, wo der herkommt. Hat sich jemand in die Hose Auch mal ein Dorf, das aussieht wie Steve aus Minecraft. Wenn wir ein bisschen mit den Baukosten messen, bekommen wir sogar den richtigen Maßstab hin. Das hier müssten 400 sein und dann 200 nach unten. F von X gleich. Blöd. Das Gesicht sieht mit Straßen etwas weird aus, ich geb's zu. Sie sind unglaublich hässlich. Ich finde, eine Statue der Industrie hat der Boy in seiner Hand verdient. Jetzt hält er die anderen Städte an der Leine. Steve ist auf der einen Seite das Wahrzeichen für Industrie, auf der anderen Seite das Wahrzeichen für mehr Müllverbrennungsanlagen. Meine Kreiselstadt hat's dringend nötig. Wer zieht denn eigentlich in die Mitte von dem Gesicht ein? Da hat man noch keine Möglichkeit, nach draußen zu kommen. Bin ich so dumm, wie ich aussehe? Bin doch viel dümmer. Ich habe mal dickere Straßen fürs Gesicht genommen. Sieht jetzt gerade scheiße aus, aber wartet mal, bis das es Nacht wird. Das ist halt auch viel zu viel Gewerbegebiet, aber ich wollte, dass jeder Bodypart ein anderes Gebiet ist. Ach ja, by the way, der hat ein Atomkraftwerk auf dem Kopf. Das meinte ich mit dem coolen Effekt nachts. Ich bemerke gerade, Steve ist die erste Straßenanbindung zur großen Stadt. Hier geht's jetzt erstmal komplett ab. Meine Güte, geht ab. Ja. Wenn ich links und rechts einen Flughafen anbringe, dann könnte das aussehen wie Elytren und würde auch passen, weil mit einem Flughafen fliegt man ja. Aber das ist halt scheiße teuer und es wären zwei Flughäfen direkt nebeneinander. Ist schon ein bisschen useless. Why would you do that? Ich hab's gemacht. Es sieht halt jetzt eher so aus, als würde Steve in der Hydraulikpresse feststecken. Bau mal Mafia Kart. Ich gehe jetzt mal von Mario Kart aus. Wenn du Mafia Kart möchtest, schreib's bitte nochmal. Meine absolute Lieblingsstrecke ist ja Yoshi Valley, einfach nur wegen der Musik, die gönnen wir uns jetzt.
Wieso haben denn die Autobahnen eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100? Leben wir hier in einer Diktatur? Was hat Deutschland sonst noch zu bieten? Das war ein Joke. You're not canceled! You're a criminal! Ich glaube, ich habe jetzt jede Kurve. Der Aufbau ist echt kompliziert. Mit dem Glätten-Tool bekommt man das echt gut hin, dass die Valleys halbwegs natürlich aussehen. Wenn man das so nachbaut, merkt man erst, wie unbalanced eigentlich diese Karte ist. Junge, manche Wege sind einfach doppelt so lang wie andere. Ich habe mir was für das Ei überlegt, aber dafür müssen wir diese Straßen hier verändern. Wenn ich hier eine Buslinie mache, die einfach die ganze Zeit im Kreis fährt, dann dürfte das die Autos doch hier etwas blocken. Das ist zwar eine zweispurige Straße, ich hoffe, dass hier trotzdem genügend Busse fahren, dass man nicht vernünftig durchkommt. Und gleichzeitig hoffe ich, es werden nicht zu viele. Hier nimmt auch jeder einen anderen Weg. 600 Minuten. Das Problem ist, hier wohnt im Moment noch keiner, weil das alles Autobahnen sind. Was ist das für ein Kombi? Ab in die Schlucht mit euch. Das ist mit dem Gelände gar nicht mal so einfach, hier alles miteinander zu verbinden. Diese Brücke hier unter zwei Autobahnen durch und drunter noch ein Feldweg hat mich jetzt echt an mein Limit gebracht. Egal wo man hier wohnt, man ist halt immer unter der Autobahn. Die Busse stauen sich etwas mehr, als ich vorhatte. Ich mache ein paar weniger. Jetzt haben wir auch Autobahnauffahrten auf die Todesspirale und Steve. Die bekommen sogar ein Karussell, damit ich irgendjemanden überreden kann, hier unten einzuziehen. Stabiler Ort für die Industrie, da fährst du mit deinem LKW aus der Fabrik raus und stehst erstmal 3 Stunden im Stau. So, die Frage, haben wir hier wieder irgendwo... Ja, da ist er, Franks Fischstäbchen. Was machst du hier? Raus mit die Viecher. Pumpst du die Fischstäbchen aus dem Grundwasser? Was wird das? Weiß ich jetzt nicht, ob du deine Gartenmöbel so gut organisiert hast. Och nee, ich habe hinten schon wieder die Krematorien vergessen und ich frage mich, warum hier so viele Leute rumliegen. Kann es sein, dass du dumm bist? Und es funktioniert, dass die Busse immer mal wieder die Ausfahrt zumachen. Ich bin sehr ruhiger, guter Autofahrer. Du Affe! Ja, ist halt scheiße, wenn die Polizei durch muss. Ach du Kacke, 2 Krankenwägen auch noch. Ganz ehrlich, das ist doch absolute Scheiße. Private elektrische Beförderung. Cedric White, wie cool bist du denn unterwegs? Er fährt halt wirklich Mario Kart. Und er fährt nach Hause. Heißt, er ist wirklich einmal auf die Yoshi Valley, um eine Runde zu drehen und jetzt fährt er wieder nach Hause. Wild. Bau mal eine Stadt mit richtig vielen Parkplätzen und fast keinen Häusern. Ich find's gut, dass wir uns darauf geeinigt haben, dass Parkplätze einfach maximal funny sind. Nur mal so als Test, wenn ich hier eine Straße baue und die nicht mit dem Rest der Stadt verbinde, wie viele Leute fahren dann auf den Parkplatz? Ob man generell nicht hier parken darf oder gar nicht. Der kostet halt auch nur 16 pro Woche. Das ist die billigste Besucherattraktion, die es gibt. Die Leute bekommen hier nicht mal Industrie. Die sollen nicht arbeiten, die sollen parken. Weiß ich nicht. Der Bodenrichtwert geht hier schon ins Grüne. Das ist höher als der komplette Rest unserer Stadt. Verständlich bei dem geilen Blick auf die Wasserpumpstationen. Wir müssen Touristen ranholen, ohne dass unsere Bewohner abhauen können. Das kann nicht legal sein. Nicht, dass die noch zu einem anderen Parkplatz fahren, soweit kommt's noch. Wenn ich ein Einbahngleis zur Stadt hinbaue, aber keins weg, kommen dann trotzdem Züge? This is big brain time. Es fahren immerhin auch Leute über die Einbahnstraße in die Stadt rein. Die kommen hier auch nicht wieder raus. Du Opfer! Jawohl, die kommen für den Parkplatz. Yo, 47 neue Leute! Juhu! Und der Zug despawnt dann einfach, das ist echt praktisch. Unterwegs zum Parkplatz, unterwegs zum Parkplatz, unterwegs zum Parkplatz, Parkplatz, Parkplatz. Der hier geht zur Arbeit. Wo ich etwa 8 Stunden am Tag sitze. Alle Leute, die hier lila markiert sind, sind Touristen. Die gönnen sich ja mal richtig. Und die ganzen Autos hier am Straßenrand zählen, by the way, auch als Parkplatzbesucher. Muss man nicht verstehen, oder? Ich will jetzt mal testen, ob ich nur für dieses Viertel die Steuern erhöhen kann. Irgendwie ist es eine Schweinerei. Da ist schon wieder einer auf dem Parkplatz verreckt. Ein paar Vereinzelte beschweren sich über die Steuern, aber an sich kann ich die hier schon ganz gut erhöhen. Zumindest die dicht besiedelten Gebiete beschweren sich nicht. Die brauchen halt auch mehr Parkplätze. Als ob ich überall die Steuern hochdrehen kann, nur weil ich die billigste Touristenattraktion baue, in diesem ganzen Game gibt. Pille, Palle. Wildes Konzept.